Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Ankündigung für euch und deshalb im Wesentlichen nur eine Sprachinfo und kein Video im üblichen Sinne für euch. Und zwar plane ich eine neue Aktion im Bastelbereich. Ihr alle kennt sicher oder habt schon mal gesehen oder gehört oder so diese 30-Tage-Challenges aus dem Zeichenbereich. Ich plane sowas für den Hobbybereich. Also ich möchte gern eine 30-Tage-Crafting-Challenge machen, wo es jeden Tag ein Thema gibt, zu dem man bastelt. Und mit Basteln meine ich hier nicht nur Basteln, also nicht nur Papier basteln, was ja das Klassische ist, sondern ich meine alles Mögliche. Das kann sein Handarbeiten, Stricken, Häkeln, Sticken, was auch immer euch einfällt. Das kann sein Zeichnen, Malen, was auch immer euch einfällt. Das kann sein das klassische Papierbasteln, von kleinen Boxen über Karten zu was immer euch einfällt. Das können spezielle Techniken sein wie Polymerklee, Harzgießen und so weiter, was auch immer euch einfällt. Und um die Promptliste zu füllen, brauche ich jetzt eure Ideen. Und zwar suche ich Ideen wie spezielle Techniken, zum Beispiel Origami, zum Beispiel. Es sollte natürlich so sein, dass es möglichst viele auch machen können. Also Origami, Aquarell, Acryl, was weiß ich, Modellieren. Lasst euch was einfallen, da kann auch dabei sein Nähen und so weiter. Dann suche ich Themen, die zum Beispiel ein gewisses Thema einfach vorgeben, wie Blume, Hund, Katze, Maus, Feiern, Geburtstag, Ostern, Weihnachten, was auch immer euch einfällt. Dann suche ich Themen, die zum Beispiel bestimmte Eigenschaften vorgehen, zum Beispiel Glitzer, eine Farbe, einen bestimmten Stil wie Vintage. Genau. Und aus diesen Themen, die ihr mir vorschlagt, und ich habe natürlich auch eigene Ideen, um das ein bisschen aufzufüllen, mache ich dann eine Promptliste. Die wird dann eine Woche, bevor ich selber starte, sie abzuarbeiten, auch online gestellt, damit andere die Chance haben, mitzumachen. Ihr müsst das auch nicht im selben Zeitraum machen. Ihr könnt das jederzeit machen. Und dann ist im Prinzip das Ziel, dass man jeden Tag eine halbe bis ganze Stunde zu dieser Promptliste bastelt. Also wenn zum Beispiel das Thema Schmetterling kommt, dann hat man alle Möglichkeiten. Man kann eine Karte machen, wo ein Schmetterling drauf ist. Man kann eine ATC-Karte machen, wo ein Schmetterling drauf ist. Man kann einen Schmetterling gießen oder modellieren. Man kann einen Schmetterling zeichnen. Man kann Schmetterlingsstempel kolorieren. Halt irgendwas zum Thema Schmetterling. Wenn das Thema Lila kommt, hat man auch alle Möglichkeiten. Man kann mit lila Papier was machen. Man kann mit lila Farbe was machen. Man kann auch in lila was gießen oder modellieren, was auch immer man will. Man kann auch was Lilanes häkeln, stricken oder nähen. Wenn zum Beispiel das Thema Origami kommt, heißt das auch nicht, dass man zwingend falten muss. Also man kann auch ein Origami zum Beispiel zeichnen. Man kann, was einem zu Origami einfällt, modellieren. Und zum Beispiel diese typischen Pelikane oder Papierflieger kann man ja auch als Klee modellieren und dann eingießen oder sowas. Genau. Wichtig ist, man sollte nur die Zeit in den jeweiligen Tag stecken, die man hat. Das heißt, mein Ziel ist eigentlich so eine halbe bis ganze Stunde am Tag mit verschiedensten Techniken. Klar, manchmal hat man Projekte, die sind etwas größer, da kann man dann vielleicht am Wochenende auch mal anderthalb Stunden machen. Manchmal hat man kleine Projekte, die dauern dann nur 10 Minuten. Soll jeder das reinstecken an Zeit, was er möchte. Eine weitere Regel ist,
Man darf bei den Projekten vorarbeiten, gerade wenn man was mit Harzgießen macht, dauert es ja oft ein bisschen länger. Aber man sollte sie am Tag des Prompts abschließen. Das heißt, jeden Tag soll ein kleines Teil fertig werden. Und mit fertig werden meine ich nicht, das muss komplett fertige Bastelei sein. Ich sagte ja vorhin schon, eine Möglichkeit ist zum Beispiel auch Stempel kolorieren. Wenn aber ihr euch entscheidet, für den Stempel zu kolorieren, sollten am Ende auch die Stempel koloriert sein. Also nicht, ihr macht heute die Hälfte der Koloration und den Rest vertagt ihr. Genau. Das zu den Regeln, die sage ich dann auch noch, die schreibe ich dann auch noch mal in die Beschreibung von dem Event, wenn es losgeht. Jetzt die Sache zu den Prompts. Ich habe ja schon gesagt, was ich euch mir vorstelle. Ihr könnt diese Prompts mir zukommen lassen, indem ihr sie entweder hier unter dem YouTube-Video kommentiert oder ihr kommt in meine Kreativträumerei-Gruppe und postet sie dort unter den entsprechenden Beitrag. Wie gesagt, ich nehme dann alle Ideen, schaue, was zum Beispiel besonders oft vorkommt, das wird dann priorisiert genommen oder was oft geliked wird oder so, das, was seltener vorkommt, kann dann sein, dass es rausfällt, wenn wir auf mehr als 30 Ideen kommen. Und daraus mache ich dann so eine Promptliste. Genau. Zu meiner Planung ist, ich möchte die Aktion eigentlich zweimal machen. Zweimal mit derselben Promptliste, also die wird sich dann nicht mehr ändern. Das eine Mal möchte ich sie im September ungefähr machen, relativ allgemein gehalten. Und das zweite Mal möchte ich sie eigentlich als kleines Weihnachtsspecial machen, von Mitte November bis Mitte Dezember, und diese Prompts nehmen und ihnen einen weihnachtlichen Touch geben. Wenn zum Beispiel Thema Hund kommt, dann mache ich vielleicht eine Weihnachtskarte mit Hund. Wenn Thema Schmetterling kommt, dann ist es ein bisschen schwieriger, weil Schmetterling an sich nicht sonderlich weihnachtlich ist. Aber dann kann man zum Beispiel schauen, wie man das kombiniert. Das ist ein bisschen schwieriger, aber das ist auch eine Challenge, die ich mir selber stelle. Die Ergebnisse von meinen Challenges werde ich natürlich auf YouTube teilen und auch auf meinen anderen Seiten, aber primär auf YouTube. Es wird da mal komplette Videos geben, wo ihr dabei seid, wie ich es bastle. Es wird mal nur Zusammenschnitte geben und mal auch nur das Endprodukt. Aber für die Zeiträume wird es dann auch jeden Tag ein Video geben. Ihr könnt natürlich, wenn ihr mitmacht, eure Ergebnisse teilen, wo ihr wollt. Ich zwinge keinen dazu. Damit wir vielleicht ein bisschen das zusammenbekommen, werde ich noch einen Hashtag dafür angeben, dass zum Beispiel, wenn ihr es auf Instagram macht, wir alle sehen unter einem Hashtag, wer hat was gemacht. Und eine weitere Möglichkeit natürlich, wenn ihr es nicht ganz publik teilen wollt, ist auch wieder die Facebook-Gruppe. Das ist die Kreativträumerei-Fangruppe, die habe ich schon mal hier erwähnt, wo ihr natürlich auch gern eure Sachen zeigen könnt. Genau, das zur Ankündigung. Wie gesagt, die Themen gibt es mindestens eine Woche vorher. Und meine grobe Planung ist einmal September, einmal Mitte November bis Mitte Dezember. Kann auch sein, dass sich das nochmal schiebt. Genau, das eigentlich zu dem Event, zu dem ich euch gerne einladen würde. Ich habe sonst eigentlich für heute nichts mehr anzukündigen. Deshalb wünsche ich euch allen einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend. Wie gesagt, hinterlasst mir eure Ideen in den Kommentaren und wenn Fragen sind, gerne auch in die Kommentare. Ich beantworte die gern. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, damit verabschiede ich mich auch. Bis zum nächsten Mal.